Moin, moin, hier ist wieder euer Delphi mit Atlantic Fleet. Jo, heute werde ich mal mehr mit U-Booten, und zwar mit den Wolfsrudel. Wir werden jetzt auf britischer Seite sehen, dass wir da schwere Geleitzüge versuchen mit unseren U-Booten zu versenken. Ja, dann nehmen wir einmal die Queen Elizabeth. Dann werden wir wieder die Revenge nehmen. Die war nicht schlecht. So, dann nehmen wir die Nelson. Die King of George. Siehst du? Diesmal nehmen wir die King George. Was wir letzten Prince of Wales hatten. Ja, dadurch das Missverständnis. Okay. Dann nehmen wir die North Carolina. Die Leon. Die Renew. Da auf jeden Fall dürfen wir die Hood nicht vergessen. Ja, dann nehmen wir hier die Berwick. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 können wir noch. Und da werden wir die York nehmen. So. Auf deutscher Seite wollten wir mit U-Booten. Ja, da nehmen wir den U-Boot 501 und genau, dann nehmen wir gleich die 2, die 3, die 4, und dann würden wir gleich runter bis zu 10 und dann, ja, 1, 2, 3, 4, 5, so, dann nehmen wir die 6, zack, und die 7, ja, geht nicht anders, muss man jetzt so machen, und die 9, zack, und die 10, zack. So, jetzt haben wir unsere 10 besten U-Boote. Also jetzt gehen wir auf Wolfsrudeljagd und sehen zu, dass wir jetzt die Flotte vernichten. Ja. So, dann werden wir Ding mal starten. Attacke. So, die schwärmen aus. Und ja, und jetzt sind wir dran. Jetzt gucken wir, wo unser U-Boot ist. Ja, gucken wir mal auf der Karte. Ja, da werden wir garantiert die York oder die North Carolina gleich in Visier nehmen. Ich würde sagen, eher die North Carolina. Okay, jetzt können wir ja die Geschwindigkeit beibehalten. Und da ist die York. Ah, die Sonne blendet. Nimm mal die York ins Visier. Zeigt da an 21. Ach, die fahren so lang. Ah, das habe ich jetzt nicht. Ja. So, was hat man? 21.1. So. Und Feuer. So, dann müssen wir gleich noch. Zack. Und zack. Dann mal sehen, dass wir gleich 3 Torpedos dort drin setzen. Ah, die Sonne blendet. So. So,
So, dann haben wir hier die Leon. Die hat 28. Und zack. Dann werden wir gleich. Zack. Und zack. So, Feuer. So, wir haben jetzt die 6 Torpedos jetzt abgesetzt. So. Mal gucken, welches U-Boot das ist. So, die wird jetzt versuchen, die Berwick und die Renu zu anzugreifen. Berwick und Renu. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufteilen, nicht, dass alle U-Boote so, das ist die Leon. Das ist hier die Berwick, die wollten wir angreifen. Und da ist die Renu. So, Renu braucht 336. 336. So, Bingo. Bingo. Ja, wir müssen die. Warum? Ihr sagt jetzt, warum haltet nicht einfach drauf? Ja, wenn die Runde sich weiter bewegt, fahren die Schiffe ja weiter. Also muss ich die Torpedos sehen, dass ich sie weiter vorne hinsetze. Das zeigt er mir an hier oben. Torpedotreffer bei 336, wenn das Schiff seine Fahrt so beibehält. Also muss ich hier unten die 336 hier an eine linke Drehtchen dran drehen. Und, ja, so, wenn wir mal erstmal da die Dreie und dann wollten wir jetzt die Berwick angreifen. So, die Berwick ist bei 3,55. 2. Genau. Zack. Ja, jetzt sagt ihr, du hältst da jetzt drauf. Ja, muss dazu sagen, die ist ja auch dichter dran. So, Torpedos sind raus und gehen Richtung zu die Schiffe. So, wenn jetzt nächste Runde fährt das Schiff und dann sind die Torpedos fast in der Mitte. So, schauen wir mal. Wir werden mit die North Carolina angreifen. Die North Carolina. Und vielleicht Queen Elizabeth. Mal sehen. So, wir mal gucken. Das ist die North Carolina 355. Feuer. 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 So, dann wollten wir die. Elisabeth wollten wir eigentlich noch angreifen, ja, aber das scheint außer 4-1. 4-1. Und Feuer. Gefährlichen Waffen sind jetzt unterwegs. So, als nächstes müssen wir die Revenge angreifen. So, die hat 349.
Zack. 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 So, ab. Ach, es hat drei Torpedos bei Hirsen. Ah, ist egal. Können wir ja nicht einmal einsetzen. So, jetzt sind wir bestimmt auf der anderen Seite. Können wir die Leon, die Jörg und die Leon angreifen. Ja, mal gucken. Leon. So, 3,4. Zack. Zack. Und so. So, und hier können wir die Leon angreifen mit 348,6. So, ja, mal sehen, vielleicht gehen die ja gleich rein, weil die ganz schön dichte dran ist. Feuer. Besser wird, wenn sie noch nicht reingehen. Umso eher haben wir den Überraschungsangriff. Jawohl, gut. Das hat gut hingehauen. So, die nimmt jetzt die Revenge und die Nelson. Können sie das mal vornehmen. Jetzt ist die Nelson und das ist die Revenge. Genau, so machen wir das. So, jetzt ist wir erstmal 15,3. So, zack. Zack. So, und jetzt werden wir wahrscheinlich unseren Überraschungsangriff jetzt aufdecken. Feuer. Besser wird natürlich nicht. Oh, oh, es war aber sehr knapp. Also seien wir doch noch geheim. So, schauen wir mal. Mit die werden wir die Nelson und die King of George beschießen. So, das ist die King of Short, die müsste auf 340. Zack. So. So, und jetzt auf die Nelson, da 330. Zack. So, und Feuer. Aha, es zieht sich ganz schön in der Länge. Um das. So, hier haben wir. Da werden wir die Hood und die Renu. Ich würde sagen, wenn wir gleich die Hood und die King of George angreifen. Genau. Weil. Mal die Hood. Werden wir mal gleich versenken. So, das haben wir hier. 359. 9. Achso, so. Und hier können wir die Arena nochmal schnell. 36.
Aber andersrum könnten wir die Munition für das nächste Schiff da hinten noch sparen. Genau. Also Feuer. Und jetzt wird die Hut in Stücke gerissen. Haha. Tja. Das war der erste Treffer. So, dann wollen wir hier gleich nochmal auf die Renault und die Hut versuchen zu schießen. So, 41,6. Ja, Feuer. 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 So, und dann können wir vielleicht auf die King of Georgia drüben. 271. Ne, 27,1. Das wäre ja voll in Hose gegangen. Zack. 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 Und Feuer. Ja, die Hut hat schon eine ganz schöne Schräglage. So, müssen wir ja bald mal mit den U-Booten alle durch sein. Hier könnten wir auf die King George und Nelson. King George. Was hat die 17, ist ja nicht so einfach. So. Zack. So, und dann werden wir die Nelson noch gleich nochmal torpedieren. 5-0. Zack. So. Zack. Feuer. Ja, wenn jetzt einige Schiffe explodieren. Ja, jetzt könnte es passieren, dass jetzt einige, ja, durch die Hut, die wir jetzt getroffen haben, schwärmen die jetzt alle aus. Es war nicht schön. Damit versuchen sie jetzt, die Torpedos aus dem Weg zu gehen. Uiuiui. Bam. Ah, sind einige reingegangen. Und die Leon, die Reno sinkt. Zwei Schiffe sinken schon. Ja. Wie lange haben wir gebraucht, mit den Schiffen dies zu versenken? So, dann werden wir jetzt sehen, dass wir jetzt auf die... Hier sieht man nochmal... die Leon und die Reno ist gesunken. Wir werden jetzt sehen, dass wir auf die York uns einschießen. Ja, ich wüsste, wo das Schiff ist. Ja, Boot. Hallo, hallo, wo bist du? Ach, da ganz vorne ist er. Da habe ich hier ranschrollen. Kaum zu sehen gewesen. So, und die Reno wollten wir noch. Nee. Die York, setzen wir da ab. So, 23, 28. Nein,
Feuer. Ja, jetzt ist die Gegend hier ordentlich mit Torpedos ausgesetzt. So. Jetzt ist die U25. Da werden wir jetzt hier die Berwick angreifen. Die ist genau vor uns. Berwick. So, die Berwick hat 1,5 Feuer. So, das nächste werden wir mit U2503 die North Carolina angreifen. Die North Carolina ist das hier, ja. North Carolina hat zwar auch schon eine ganz schöne Schräglage, 346. So, das nächste werden wir. Wir wollten ja gucken. Da werden wir wahrscheinlich auf die York. Die York schießen. Bei North Carolina. 339. U2506 wird jetzt auf die Revenge ein Schüsschen abgeben. So, 16-0. Feuer. So. 2507 wird versuchen, die Nelson anzugreifen. Genau. So, 350. Haben wir nicht. 2508 wird auf jeden Fall jetzt sehen, dass wir die Hood den Rest geben. 14,4. Naja, ist ja schon. Da werden wir den 31,9. Und Feuer. Bam, bam. Jawohl, die sinkt. Nächstes Schiff versenkt. So, jetzt kommt U2509. Die wird sehen, das war die Queen Elisabeth. Das müsste die sein, da, genau. Wir werden jetzt mal rückwärts jank. Die Queen Elisabeth, eine verpassen da. So, 56, 0, 2. Ach, hat ja kein Torpedo. Ja. Dann werden wir Luftunterstützung anfordern. Und
So, und werden denn versuchen, mit der Luftwaffe hier zu zermürben. Und ab geht er. Jawohl, weil die sind zu dicht an unsere Landstriche und deswegen können unsere Bomber die jetzt schön attackieren. So, hier werden wir die versuchen, die Nelson zu attackieren. Wie viele Torpedos haben wir? Ja, die ist auch ganz schön gekennzeichnet. 13,8. 13,8. Naja, volle Fahrt macht die aber nicht. Feuer. Ja, die ist mit dem Bug vorne schon ganz schön weit drin. Sehen, wie viele Schiffe wir jetzt hier noch versenken können. Bam, bam, bam. Die King George sinkt. Ja, schauen wir mal auf der Karte. Die Leon, die Berwick, die Hood, die King George, Nelson, Revenge sind jetzt gesunken. Jetzt sind noch die York, North Carolina und die Queen Elizabeth. Vier. Nee. Drei Schiffe bloß? Wow. Drei Schiffe. Dann werden wir jetzt mit den U-2501 die York angreifen. So, schauen wir mal, unser U-Boot gerade steht. Aber da gehen ja noch. Ein Torpedo haben wir, 11,8. So weit? 11,8. Alter Schwede, kann er ja nicht hinhauen. Dann werden wir mal sehen, dass wir den hier. So, die sinkt schon. Ah, ja. Ja, wenn wir den hier 4,9. Und ab. Man sieht hier eine ganze Menge noch her, wie die Torpedos hier noch unterwegs sind. So, jetzt werden wir mit 25,0 die, oh ja, sehen im verliebten Südcarolina, Queen Elizabeth angreifen, 0,000 erstmal vor, 0,5. Zack. Jetzt greifen wir mit U-2503 die North Carolina an. Also mal zurück. Komme ich nur auf die North Carolina? Steht's ja da. North Carolina.
dass die jetzt schon zerstört hier. Ja, wir können ja mal einen Luftangriff starten. So. Ah, ist die North Carolina ist auch schon gesunken. Jetzt greifen wir mit U25 die York an. Genau. Und Move. So, 344. Feuer. Scheiße, das habe ich jetzt verkehrt gemacht. Da wollte ich gar nicht drauf drücken. Ja, auch im Krieg gibt es Fehlinformationen. Ja. Soweit ich schon wieder sehe, sind wir schon über der Zeit, aber... So, dann nehmen wir die 2506 und werden wieder einen Luftangriff starten und Angriff. So, schauen wir mal. Das war ein bisschen zu spät ausgeklingt. Jo, wir werden mal sehen, dass wir jetzt die Schiffe den Rest geben. Jawohl. Und da bleibt nur noch die York jetzt übrig. Die werden wir jetzt auch den Rest geben. Und dann mal sehen, ob wir dann die Folge hier beenden. Thank you.
richtigen Volltreffer können wir erzielen wir ja nicht. So, damit haben wir die versenkt alle. Und U-Boot 2508 und 09 ist, Entschuldigung, leicht beschädigt. Ja, hat die Runde heute ein bisschen länger gedauert, aber so haben wir alles unter einen Hut bekommen. Und hiermit verabschiede ich mich mit dem heutigen Spiel Atlantic Fleet. Eine Folge, mal sehen, ob ich es unter einen Hut bekomme, werde ich noch rausbringen. Und dann werde ich aber Atlantic Fleet damit denn endgültig beenden. Also eine Runde auf jeden Fall noch. Wie lange es dauert, werden wir sehen. So, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein. Euer Delphi. Ciao, ciao.